Kommen wir nochmal zu einem aktuelleren Thema. Ich würde gerne Ihre Meinung zu dem Syrien-Konflikt hören, und zwar ganz im Speziellen die russische Intervention in Syrien. Schauen Sie mal, die USA kommen von der anderen Seite der Atlantik und bombardieren in Syrien. Von niemandem beauftragt. Und gestern Abend, heute Morgen, habe ich im Radio gehört, dass die Vereinigten Staaten die sogenannte gemäßigte Opposition ausbildet und ausrüstet. Aber sind auch von niemandem beauftragt. Aber zwischen Syrien und der Sowjetunion und zwischen Syrien und der Russischen Föderation gibt es Freundschaftsvertrag, gibt es einen Beistandsvertrag. Die Russische Föderation hat auf dem Territorium von Syrien Militärbasen. Das heißt, die Intervention der Russischen Föderation ist völkerrechtlich legitimiert, im Gegenteil dessen, was die USA und die NATO da rambazamba machen. Das muss man dabei berücksichtigen. Aber was ist die strategische Hintergründe dessen, was die USA in dieser Region auch gegen Syrien machen? Das ist die Fortsetzung der Greater Middle East unter der Regierung von Obama. Unter anderen Zeichen, in der Tat unter anderen Zeichen. Weil die nicht so durchmarschieren konnten, wie die Neokonservativen sich vorgestellt hatten, die haben dann die Strategie insofern verändert, dass die innere Opposition aufrüsten, finanzieren und ausbilden, und um Regierungschange in dieser Region durchzusetzen und umzusetzen. Und die Regierungen, die denen nicht passt und nach denen pfeifen nicht tanzt, dann muss gestürzt werden, in diesem Fall auch die Regierung von Bashar al-Assad. Dass jetzt die Russische Föderation auf Bitte der Regierung von Assad, das ist noch völkerrechtlich anerkannte Regierung, das müssen wir dabei bedenken, das ist noch in der Macht, die Regierung Assad ist in der Macht, hat Vertreter in allen Ländern der Welt, die sind in der UNO vertreten. Völkerrechtlich anerkannte Regierung ist legitim, von einem befreundeten Staat, mit dem Verträge hat, militärische Hilfe zu erwarten und zu verlangen. Das heißt, es gibt noch Möglichkeiten für eine politische Lösung des Konflikts auch inmitten einer militärischen Konflikt. Wir haben gesehen, dass die militärische Auseinandersetzung nicht gebracht hat. Die USA haben am Anfang die Islamisten unterstützt, und was ist dabei rausgekommen? IS ist dabei rausgekommen, Al-Qaida ist dabei rausgekommen, die Gruppe von Nusrat, das sind Al-Qaida-Anhänger. Allerdings haben wir ein militärischer Konflikt. Russland interveniert auch militärisch. Somit ist eine politische Lösung, also ist noch in weiter Ferne, oder nicht? Ja, weil die USA das nicht wollen. Die USA, stattdessen zu sagen, wir wollen mit der legitimen Regierung von Syrien am Verhandlungstisch sitzen. Das sagen sie nicht. Die sagen, wir wollen die Regierung stürzen. Ja, dann kann auch nicht so eine politische Lösung kommen. Und jetzt, die Russische Föderation sagt, die Regierung Assad ist unsere Verbündete. Denn wir wollen die schützen, indem dass wir militärisch intervenieren und seine Gegner bekämpfen. In Europa hört sich das allerdings ein bisschen anders an. Da spricht man schon darüber, mit Assad zu sprechen, mittlerweile. Ist ganz neu. Ja. Ist ganz neu. Nachdem die Russische Föderation die Flagge gezeigt hat, auch gesagt hat, wir sind eigentlich für diplomatische Lösungen. Aber wenn ihr nicht wollt, dann können wir auch militärisch reagieren. Das ist nicht eigentlich agieren, sondern die reagieren. Ja? Wir können auch militärisch reagieren. Und jetzt sind auf einmal Europäer wach geworden. Aha, die Russen wollen doch, glaube ich, die Sache ein bisschen ernster sehen, als bis jetzt gedacht war. Heißt das, dass Russland quasi die Europäer ein bisschen unter Druck gesetzt hat? Nicht unter Druck. Die Europäer haben gesehen, dass sie eine falsche Politik gemacht haben. Die sind umgeschwenkt und haben die eingelenkt, dass eigentlich ohne Russen, ohne die Russische Föderation, der Konflikt weder in Syrien noch in dieser Region noch auf dem Balkan noch in Kaukasus zu lösen ist. Das muss man mal akzeptieren, dass die Russische Föderation eine Macht ist, und das muss man zur Kenntnis nehmen. Bis jetzt haben die aber nicht gemacht. Die dachten, wir leben immer noch in Zeit von dem Boris Jelzin. Die Zeiten sind vorbei. Ja? Dankeschön. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesen Bildern auf sich hat, dann am Freitag unbedingt einschalten. Wir sprechen über MH17 mit einem Gast, der als Augenzeuge vor der niederländischen Untersuchungskommission vorsprechen musste. Bis dahin, einen schönen Abend.